Für wie verrückt haltet ihr mich eigentlich, wenn ich euch sage, dass ich gestern vielleicht fast ein Tränchen verdrückt habe, als ich in der Drogerie war? Und nicht, weil ich eine emotionale Begegnung mit jemandem hatte oder etwas Besonderes gesehen habe. Wobei, doch, ich habe was Besonderes gesehen und wir müssen drüber reden. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich hätte nicht gedacht, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das passiert. Ich habe nicht dran gedacht, ich habe nicht dran geglaubt, aber es ist so, wenn wir uns erinnern, vor, ich suche es euch genau raus. Diese 3 € Foundation ist das beste Produkt 2020. Am 26. Oktober 2020, es ist fast 4 Jahre her, als ich ein Video zu einer neuen Drogerie Foundation damals gemacht habe, die, ich würde schon sagen, uns als Community ein großes Stück vorangebracht hatten und vor allen Dingen auch das Thema Drogerie Foundations auf den Weg gebracht haben. Es geht um die Rivalde Loop Hyaluron Foundation. Und das war für den Preis, ich glaube, die hat 3,99 € gekostet oder so, die perfekt war. Es war einfach perfekt. Sie war leicht, sie war schön, sie war toll auf der Haut, sie fühlte sich gut an, sie hat gehalten. Es war die perfekte und wirklich preiswerteste Foundation, die ich jemals gehabt habe. Und es war für mich immer so ein Vergleichspunkt. Warum soll ich 30 € für eine teure Foundation ausgeben, wenn ich die billigste Foundation in der Drogerie finden kann, die besser ist? Dann ist dieses Jahr, Anfang des Jahres, etwas passiert, vor dem ich immer Angst hatte. Sie wurde ausgelistet. Es stand Ausverkauf, dann wurde es immer weniger und weniger und weniger und sie war weg. Und ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Ich habe wirklich, ich kriege oft Nachrichten von euch, auch was Produkte angeht, aber ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen wie dazu, was ich dazu sage und was da los ist und ob ich nachfragen kann. Und habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe natürlich Kontakte zu Rossmann, zwar nicht persönlich zum Rivalde Loop Team, nur Rival Loves Me, aber die sitzen alle in einem Haus. Und ich habe nachgefragt und alle haben gesagt, ja, sie geht. Und ich habe es nicht verstanden. Ich war traurig, ich war wütend, ich war enttäuscht, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe probiert, neue Foundations zu testen. Aber wisst ihr, wenn so die erste Jugendliebe, die ist immer in deinem Herzen. Und sie war weg und ich habe mich damit abgefunden. Und viele von euch wahrscheinlich auch. Und jetzt gehe ich gestern durch die Drogerie, gucke, was es Neues gibt. Und was sehe ich da? Das hier, Rival de Loop Hyaluron Nude Serum Foundation. Sie heißt jetzt ein bisschen anders, ist jetzt mit Lichtschutzfaktor 30 und hat ein Soft Glow Finish. Fakten auf dem Tisch, sie ist wieder da, aber sie ist anders und wir müssen drüber reden. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Das war ein sehr, sehr langes Intro, aber wir müssen drüber reden, weil es wirklich eine Foundation ist, die in der Community sehr beliebt war. Und ich weiß, dass viele sie immer noch lieben werden, aber ich weiß auch, dass viele sie nicht mehr mögen werden. Da müssen wir einfach mal drüber reden. Die Foundation damals hatte eine sehr hohe Deckkraft für eine sehr leichte Textur. Sie war immer sehr ähnlich zu dieser hier, nur ein bisschen Feuchtigkeitsspender. Das ist eigentlich meine sonst Go-To-Foundation. L'Oréal Infallible 32 Stunden Fresh Wear benutze ich fast jeden Tag, wenn ich viel Make-up trage. Jetzt ist sie wieder da, aber sie ist ein bisschen anders. Kritikpunkt Nummer 1, ich muss ihn gleich am Anfang sagen. Ihr hattet die Chance, neue Farben rauszubringen, aber ihr habt sie nicht genutzt. Das ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Ich habe jetzt hier die Farbe 2 und 3. Ich swatche euch auch beide Farben. Von der Helligkeit ist es kaum ein Unterschied. Es geht eher so ein bisschen um den Unterton. Das ist die 3. Und die 2 ist ein bisschen wärmer. Seht ihr das, ne? Also ich glaube, man kann den Unterschied schon erkennen. Vielleicht mal ein Stückchen heran. Da seht ihr das Ganze dann auch. Unterton ist anders. Die Textur ist ein bisschen anders. Positiv, sie riecht nicht mehr. Sie hat keinen Duft mehr, sie riecht eigentlich nur noch nach Sonnencreme. Da ist nämlich ein Lichtschutzfaktor von 30 mit drin. Damals war das Problem, dass sie sich sehr schnell zersetzt hat. Das habe ich hier jetzt noch nicht gesehen. Kann aber passieren im Laufe der Zeit. Das ist aber okay. Einfach schütteln. Und das rate ich euch auch immer bei Foundations. Gerade bei so einer Foundation ist die Chance, dass ihr es schüttelt, einfach sehr, sehr gut, ne? Weil ihr, klar, ihr habt immer was im Pumpspender mit drin, aber ihr könnt das dann einfach rausmachen. Und dann schütteln und dann habt ihr wirklich ein gut durchmischtes Produkt. Die Deckkraft, ihr werdet es gleich sehen, es ist alles ein bisschen anders, aber das ist meiner Meinung nach nicht viel schlechter. Ich habe ein paar Nachrichten gestern bei Instagram bekommen, dass einige sie lieben, einige mögen sie nicht mehr. Deswegen machen wir das Video. Ihr habt sicherlich festgestellt, das ist die kleine Videowoche. Jeden Tag ein Video um 18 Uhr. Falls ihr die letzten Videos noch nicht gesehen habt, ich verlinke sie euch oben im i oder packe sie euch hier unten auch in die Infobox. Schaut da also unbedingt gerne vorbei. Und wir haben eine kleine Challenge am Laufen. Wir probieren diesen Monat die 140.000 Abonnenten vollzukriegen. Das wäre ein riesen, riesengroßes Fest für mich. Ich benutze die Farbe 03 Sand. Ich habe jetzt gut geschüttelt. Die Textur ist ein bisschen anders. Sie ist etwas flüssiger.
Sie ist nicht mehr ganz so cremig, aber sie ist leicht. Und das war ja damals das Schöne an dieser Foundation, dass sie so leicht war. Dass sie so... Du hast nicht gemerkt, dass du etwas drauf hast. Was ich festgestellt habe die letzten Tage, ich habe sie jetzt schon ein paar Tage benutzt, ich brauche nichts drunter. Ich brauche keine Pflege drunter, ich brauche keinen Primer drunter. Da wollte ich mit euch eh nochmal kurz drüber reden, weil ich oft Nachrichten bekomme. Maxim, ich will den und den Primer benutzen. Müsst ihr einen Primer benutzen? Man muss ja nicht immer einen Primer benutzen. Und nicht jede Foundation braucht einen Primer. Und manchmal ist ein Primer auch kontraproduktiv. Also probiert es mal aus, Produkte auch ohne Primer zu benutzen, weil es einfach noch eine zusätzliche Schicht ist. Und das muss nicht immer sein. Duft ist weg. Es riecht jetzt nur noch nach Sonnencreme. Ich mag das ganz gern. Es riecht so ein bisschen wie Nivea Sun, wenn ich ehrlich bin. Ich arbeite mir das in Foundation Brush ein. Das war, glaube ich, mal einer von Essence oder so. Oder Rival Loves Me in der Limited Edition. Und wir fangen in der Mitte an, in tupfenden Bewegungen. Einfach auftragen. Ich habe ein bisschen Color Corrector drunter gehabt. Das war dieser hier von Essence. Man merkt, glaube ich, schon, dass es etwas ein bisschen anders ist, was per se aber nicht schlecht ist. Also ich bin ja eigentlich so eine Maus, ich hasse Veränderungen. Ich hasse Veränderungen, aber manchmal gibt es verschiedene Gründe, warum Sachen sich verändern. Beispiel, Verpackungen sind nicht mehr möglich. Gut, das ist jetzt dieselbe Verpackung. Inhaltsstoffe sind nicht mehr so einfach erhältlich, die vielleicht drin sind, die aber elementar wichtig für ein Produkt sind. Und das kann ich mir hier vorstellen, dass es bestimmte Inhaltsstoffe vielleicht gab, die einfach nicht mehr möglich waren, die entweder so viel teurer wurden, dass es, also die Foundation ist auch teurer geworden, fast ein Euro teurer, glaube ich. Aber wir sind ja immer noch in einem sehr niedrigen Preissegment. Ne? Und die Gewinnmarge bei so einer Foundation für 4 Euro ist wirklich gering, weswegen man da immer so ein bisschen schauen muss. Ich trage sie mir jetzt mal weiter auf. Sie oxidiert ein kleines Stück, das muss man wissen. Ich finde das aber nicht schlimm. Die Farben oxidieren eigentlich recht vernünftig. Also es wird jetzt nicht Umpa Lumpa, sondern es bleibt. Die hat einen sehr, sehr schönen, sehr intensiven Glow ohne Glitzer. Das ist keine glitzerige Foundation, so wie die L'Oreal Nude Serum Foundation. Ich finde, sie fühlt sich leichter an als die andere Foundation. Das muss ich sagen. Also sie ist auf der Haut noch leichter, noch weicher und hinterlässt nicht so ein Gefühl auf der Haut. Also ich merke nicht, dass ich etwas in meinem Gesicht habe. Im Anschluss nehme ich einen Beauty-Schwamm und gehe damit einfach rüber, um mir das Ganze einzuarbeiten. Und ihr seht schon, die Deckkraft ist meiner Meinung nach ein Stückchen leichter geworden und sie hat einen Glow, der deutlich intensiver ist als beim letzten Mal. Man kann sie gut aufbauen, auch das habe ich schon ausprobiert. Das musste man damals aber auch, man musste sie an einigen Stellen so ein bisschen aufbauen und kurz antrocknen lassen, um wirklich eine höhere Deckkraft zu kriegen. Was ich festgestellt habe die letzten Tage ist, dass die braucht ein bisschen Zeit. Die braucht ein bisschen Zeit, dass die Haut diese Feuchtigkeit damit aufnimmt. Ne? Hier sind ja verschiedene Inhaltsstoffe mit drin, beispielsweise Wasser, Glycerin, Niacinamid ist mit drin, Polyglyceride sind mit drin. Das muss alles erstmal einziehen und dann hinterlässt es auf der Haut ein wirklich schönes Finish. Dafür, dass die Foundation so glowy ist, ist ja immer so ein bisschen spannend. Ne? Je glowiger ein Produkt ist, desto weniger hält es. Habe ich hier absolut gar keine Probleme mit gehabt. Und ihr seht, glaube ich, auf der Haut, wie leicht die aussieht. Ich habe das Gefühl, dass ich nichts auf der Haut habe, weil so ein paar Unebenheiten noch durchscheinen. Ein bisschen mehr Deckkraft hätte ich mir trotzdem gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen mehr. Mir fällt auf, ich muss sie wirklich kurz einziehen lassen und dann wird es richtig, richtig schön. Mit dem Pinsel funktioniert es meiner Meinung nach am besten. Mit dem Schwamm, der nimmt ein bisschen zu viel auf, weil die so flüssig ist, dass die Textur natürlich in den Schwamm mit einzieht. Damit würde ich dann wirklich eher im Anschluss einfach das überschüssige Produkt wegnehmen. Das Problem, ich glaube, ihr seht das, das Problem wäre jetzt gewesen, dadurch, dass sie so flüssig ist und ich sie mit dem Pinsel einarbeiten muss, wenn ich da jetzt noch viele Schichten Primer drunter habe, irgendwann ist die Hautoberfläche ja so ein bisschen gesättigt, dann zieht die nicht mehr ein. Also wirklich, wenn ihr so super reichhaltige Foundations habt, die ist ja reichhaltig allein schon durch den Lichtschutzfaktor, dann spart euch diesen Primer, weil dann funktioniert das nicht mehr. Einige haben geschrieben, ja, irgendwie, ich kriege sie nicht ordentlich verteilt. Es kann daran liegen, dass ihr einfach schon zu viel drunter habt. Und blende das Ganze ein. Und jetzt geben wir der Foundation wirklich mal ein paar Minuten Zeit, um richtig schön einzuziehen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, einige Minuten sind vergangen. Das Ganze ist gut eingezogen. Was mir aufgefallen ist, du darfst nicht zu viel benutzen. Ja, die Deckkraft ist wirklich super, super leicht. Ich habe mir eben das Video während der Zeit nochmal angeschaut, und um zu schauen, wie hat sie sich verändert. Damals hat sie 3,89 € gekostet, jetzt kostet sie 4,49 €. Also es ist nicht ganz ein Euro. Deckkraft sehr, sehr leicht, sehr, sehr schöner Glow. Aber es ist nicht mehr dieselbe Foundation. Es ist eine schöne Foundation, die super natürlich aussieht, die einen wirklich schönen Glow gibt, die einfach so, die ist so leicht. Die gibt einen schönen, leichten Glow.
nicht so eine krasse Deckkraft. Man kann damit arbeiten natürlich, ne? Also gerade weil ich ja im Moment eher so ein bisschen auf weniger Deckkraft Wert lege, dass das alles ein bisschen leichter, ein bisschen natürlicher aussieht. Aber es ist nicht mehr dieselbe Foundation. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig drüber, weil das einfach damals war einfach ein tolles Produkt. Das ist auch noch gut, aber also ich muss es wirklich nochmal betonen. Wenn ihr die schon hattet und ihr geliebt habt, kann es sein, dass ihr diese nicht mehr mögt, weil es nicht mehr dasselbe Produkt ist. Ein bisschen verwirrend, finde ich, ja, muss ich zugeben, ist es ein bisschen verwirrend. Sie ist schön, sie hält auch so, wie sie ist, ganz gut. Du brauchst aber wirklich, ich würde schon fast sagen, du darfst nichts drunter geben, weil sie sich dann natürlich auch wirklich zersetzen kann. Aber es ist eine Foundation, die mit Sicherheit gut im Sommer gewesen wäre. Für so ein bisschen was. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Foundation ist, die man sehr, sehr gut benutzen kann, wenn man eine sehr trockene Haut hat. Oder, und das würde ich jetzt gerne nochmal probieren, um sie zu mischen. Ich nehme jetzt die L'Oreal Infallible Foundation und mische diese hier mal mit rein. Und der sieht gut aus. Einfach, um diesen Glow mit reinzukriegen. Ja, das ist es. Also, es fehlt dieses bisschen mehr Deckkraft. Denn wenn so eine Foundation so super glowy ist, dann sieht es immer ein bisschen unruhig aus. Mit ein bisschen mehr Deckkraft ist es fast so wie die andere. Ich habe mir gewünscht, dass es einfach dieselbe Foundation ist. Und ich glaube, es bleibt alles, wie es ist. Herz ist ein bisschen verwirrt. Aber sie ist nicht schlecht. Ich glaube, es wirkt jetzt gerade so, als wäre ich so enttäuscht von der Foundation, was ich nicht bin, weil sie per se eine gute Foundation ist. Es ist aber nicht mehr dieselbe Foundation. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, damit muss man dann erstmal wieder so ein bisschen üben, umzugehen mit was funktioniert das, mit welchem Concealer, mit welchem Puder funktioniert das. Ich wollte es euch einfach nochmal zeigen. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich glaube, ihr seht das. Also Freude war groß gestern. Die Freude ist auch immer noch groß, dass es das Produkt wieder gibt. Aber die Freude wäre größer gewesen, wenn es dieselbe Foundation gewesen wäre. Wisst ihr, was ich meine? Es hat sich was verändert. Der Lichtschutzfaktor hätte meiner Meinung nach da nicht mit rein gesollt, nicht mit rein gemusst, weil es einfach, ich bin eh ein großer Gegner von Lichtschutzfaktor in Foundations, weil es einfach Quatsch ist. Es ist wirklich, wirklich Quatsch. Ja, man kann sagen, es ist besser als gar nichts. Ja. Aber nein, die Nachteile von Lichtschutzfaktor in Foundations sind meiner Meinung nach höher als die Vorteile davon. Die Foundation verhält sich anders, die Foundation hält anders, die Foundation sieht anders aus, man reagiert vielleicht auf ein Produkt. Ich hätte das nicht reingemacht. Ich kenne die offiziellen Gründe natürlich nicht. Vielleicht ist es für euch so eine Foundation. Also selbst wenn ihr die andere Foundation noch nicht kanntet und ihr ganz, 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 ganz leichte haben wollt, benutzt nicht zu viel, sonst wird es zu viel. Wenn ihr zu viel Sonnencreme benutzt, dann kennt ihr das, ne? Dann irgendwann ist es einfach zu viel auf der Haut. Weniger ist mehr. Eine leichte Deckkraft. Ihr könnt sie euch mit eurer liebsten Foundation vielleicht mischen, um mehr Deckkraft mit reinzukriegen. Aber alleine würde ich sie so wahrscheinlich nur an Tagen tragen, wo ich wirklich so wenig es geht haben möchte. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Das ist ein sehr kontroverses Thema, glaube ich. Reformulation, also Neuformulierungen und neue Produkte in der Drogerie, die es schon mal gab. Schreibt mir dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch. Ich werde mich heute mal ganz bewusst auch hinsetzen und wirklich in diese Diskussion mit reingehen. Finde ich nämlich sehr, 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 sehr spannend. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Denkt unbedingt an das Abo und das Like. Ich glaube, ich werde sie noch mal ein bisschen weiter testen. Bis zum nächsten Mal.